43.124 Nürnberg Hamm Teil 1, 5:32 Uhr fahren Sie diesen Intermodalzug von Würzburg nach Burgsinnen. Zuglok ist die Baureihe 182 in der Dispo-Lok-Lackierung, 987,3 Tonnen schwer, 35 Wagen und 518,6 Meter lang. Und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Train Sim World 3, der Danny spielt das. Wir fahren heute diese Lok hier, die 182 in der neuen Dispo-Lok-Lackierung. Und zwar kam diese ja raus vor zwei Tagen am 4.10.2022 in einem Dreier-Lok-Bundle, welches es für 13,99 € zu kaufen gab bei Steam. Einzeln kostet diese Lok hier 5,99 €. Und ich habe mir heute mal ein Fahrplanszenario rausgesucht, das da heißt, dass wir diesen Zug nach Würzburg fahren sollen. Und ja, ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein und beginnen, wenn wir sollen unsere Lok hier noch ein wenig aufrüsten. Und zwar müssen wir als allererstes mal nach hinten gehen und die SIFA und die LZB einschalten. Das machen wir an diesem Panel hier. Zuerst ist mal die SIFA und hier natürlich die LZB. Der ist schon eingeschaltet und hier unten gibt es nichts zu tun. Gut, dann sind wir hier fertig. Können wieder nach vorne. So, aber wir sind noch nicht fertig mit Aufrüsten, denn wir sollen natürlich noch die PZB einschalten. Die gibt es hier. So. Dann sollen wir noch die, beziehungsweise müssen wir noch die AFB einschalten. Machen wir das von hier aus. Da fährt schon die S-Bahn. So, hier müsste es irgendwo den Schalter geben. Machen wir das anders. Wir müssen als allererstes natürlich den Richtungswender auf neutral stellen. So. Dann können, beziehungsweise jetzt auch nach vorne stellen. So. Machen dann die FB ein. Und wir müssen nochmal was machen. Und zwar müssen wir, da ich den Richtungswender noch nicht eingestellt hatte, die PZB nochmal aus. PZB ein. Und wir müssen nochmal hintergehen. Ach. Wir müssen nochmal nach hinten gehen. Mein Gott, jetzt ist es. Weil wahrscheinlich hat er auch die LZB nicht erkannt. Weil normalerweise gibt das immer so einen Ton von sich. Machen wir das einfach nochmal. So. Jetzt müsste das eigentlich erkannt haben. Ich versuch's nochmal. So, dann versuchen wir mal unser Glück. Stellen noch die AFB ein. Auf 40 km/h. So, das ist... Nee, das ist verkehrt. Wir müssen auch schon auf 40 bleiben. Wir sind ja noch in der 1000 Hertz. So, machen hier noch Spitzensignale auf normal. Das machen wir auf. So. Na, das brauchen wir nicht. Wir brauchen aber hier oben die Führerstandsbeleuchtung. So.
Dann sind wir eigentlich soweit fertig. Eigentlich sind wir abfahrbereit. Wir haben aber noch rot, wie ich das sehe. Ne, wir haben mittlerweile grün. Dann lösen wir die Bremsen und schalten langsam auf. Jetzt. Dauert jetzt natürlich ein bisschen, weil es ja auch ordentlich Gewicht dran. Lösen wir hier mal die Bremsen nochmal. Also, es geht los. Aber wir müssen natürlich noch die Spitzensignale hier ändern. Und zwar. So. So, haben wir uns befreit. Schau mal, ob wir. Aber mir fällt gerade auf, Fernlicht brauchen wir nun wirklich nicht. So, das sieht doch schon viel besser aus. Wir haben uns ja befreit. Sie fahren natürlich. Das machen wir auch mal auf Dunkel. Sechzig fürs Erste. So, damit hat sich auch die LZB eingeschaltet. Also hab ich doch alles richtig gemacht. Wunderschön. Dann legen wir das mal auf volle Fahrt. Wir dürfen sowieso nicht schneller als 120. Wunderschön. Wunderschön. Da fahren wir hin an diesem frühen Sommermorgen. 5.38 Uhr, 6. Juni. Habe ich jetzt einfach mal so eingestellt. So. Ihr seht, die Höchstgeschwindigkeit hat sich selber eingestellt auf 100 km/h.
So, da geht's schon in den ersten Tunnel. Einer von vielen. So. Das dauert jetzt natürlich, bis wir auf Geschwindigkeit sind. Da muss man noch mal ein bisschen Feingefühl haben. Wenn man zu viel Leistung ausschaltet, dann gibt es auch schnell mal einen Radschlupf. Gerade weil so viel Gewicht hinten dran hängt. Aber jetzt haben wir ein bisschen Gefälle. Jetzt geht es natürlich ein bisschen leichter mit auf Geschwindigkeit kommen. Logisch. So, und bei 120 ist natürlich Schluss, logischerweise. Schneller fährt diese Lok nicht, oder darf sie nicht. Fährt sie schon, aber darf sie nicht, aufgrund, weil es ein Güterzug ist. Und deshalb werden wir hier nicht über die 120 km/h kommen. Und wie gesagt, diese Lok gibt es in dem Dreierbundle, das seit dem 4.10.2022 käuflich bei Steam zu erwerben ist. Wie gesagt, das ganze Bundle kostet 13,99 € und die einzelne Lok hier, diese Dispo-Lok, 5,99 €. Zu dem Dreier-Bundle gehören dann noch eine amerikanische Lok und eine englische Lok. Und ich habe mir jetzt diese Dispo-Lok hier besorgt. Wie gesagt, 5,99 €. Und dazu gibt es dann einige Karriere-Szenarien und halt diese Fahrplan-Szenarien. Und dies ist jetzt hier ein Fahrplan-Szenario. Und ich finde, 5,99 € kann man sich wohl erlauben für diese schöne Lok in der Dispo-Lok-Lackierung. So, und schauen wir uns das mal ganz mal von draußen an. Wunderschön. Wunderschön. Und ihr habt es natürlich am Anfang gelesen, das ist Teil 1 und Teil 2 gibt es auch noch, wobei der dann nur 7 Minuten lang ist. Aber auch den werde ich spielen, selbstverständlich, wenn, dann wollen wir das ja komplett machen. Fahren jetzt erstmal nach Buxin und ja, was wir dann im zweiten Teil zu tun haben, werden wir dann sehen. 7 Minuten, das kann ja dann nicht mal allzu viel sein. Ja, ihr habt es gehört, diesmal ist eine Frauenstimme zu hören, die uns freundlich darum bittet, doch bitte die Sifa zu drücken. Finde ich auch mal ganz interessant, anstatt immer nur Männer, kann das doch ruhig mal eine Frau machen. So, und die Kilometer schmilzen vor sich hin. 34 haben wir noch. Ah, da kommt uns ein ICE 3 entgegen. Wunderschön.
War das jetzt der 403er oder der 406er? Ihr könnt ihr gerne selber raten. Ich denke mal eher der 403er. Jo. So, von in einem Tunnel in den nächsten Tunnel. Die Strecke ist gespickt mit Tunneln. Also Wahnsinn. Ich glaube, ich habe keine vergleichbare deutsche Strecke gefunden, in der es so viele Tunnel gibt, als hier Kassel-Würzburg. Ist mir nicht bekannt. Wenn ihr es besser wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber mir persönlich ist es nicht bekannt. Ah, da greift die LZB-Automatik ein. Wir sind einen Tacken zu schnell, weil es hier bergab geht. Ihr seht's. 1,3% Gefälle, 121 km/h statt 120, aber die LZB bremst. Und schon sind wir wieder im grünen Bereich. Das ist eben das Schöne an der LZB. Gechilltes Fahren und die LZB regelt. Was für eine saugeile Aussicht, oder? Was für eine saugeile Aussicht. Mega. Wunderschön, einfach nur wunderschön. So, 26 Kilometer noch. So, fahren wir mal ein bisschen ohne Hut oder Hut, wie auch immer ihr das nennen mögt.
Also in der LZB geht das, ist kein Thema. So, da ist schon der nächste Tunnel. Ich bin sehr gespannt, was wir gleich im zweiten Teil zu tun haben. Szenariolänge laut Angabe 7 Minuten. Also, da bin ich echt gespannt, ob wir dann rangieren müssen oder Waggons abhängen müssen oder. Also das, da bin ich echt gespannt. So, es dürfte es gleich auch nur noch 20 Kilometer eigentlich nur noch sein gleich. Oder? Ja, 23 noch. Wegen Geschwindigkeits? Nein. Alles noch im grünen Bereich. Wenn ihr nur gerade ein bisschen langsamer. Wegen der Steigung. Ihr seht es selber, man kann es gut erkennen. Da kommt es nochmal ein ICE entgegen. Wieder ein Dreier. Und ich nehme an, wieder ein 403er. Wunderschön. Wunderschön der Sonnenaufgang. Ein wunderbarer, frühmorgendlicher Sommertag. Wie gesagt, ich habe mir den 6. Juni ausgesucht. Man kann das immer so schön einstellen beim Fahrplan. Die Zeit, den Tag, das Wetter. Und das finde ich immer sehr, sehr schön. Was man nicht einstellen kann, ist die Uhrzeit. Aber das ist jetzt auch nicht so unbedingt relevant, finde ich. So, noch genau 20. So, die Hälfte haben wir.
So, hier sind dann mehrere Gleise. Wahrscheinlich Abstellgleise und zwei Durchfahrtsgleise. Nehme ich jetzt mal ganz stark an. So, in ein paar Kilometern dürfen wir nur noch 250 fahren, aber ich glaube, das ist für uns unrelevant. Weil auf die Geschwindigkeit kommen wir gar nicht. Da links jede Menge Solardächer oder Platten vielmehr. Dächer nicht, aber Platten. Wahnsinn, ist da ein Strom produziert wird. Wir haben auch zwei Teile auf unserem Dach. Ich möchte nicht wissen, was ein so ein Solarding kostet. Also wer das weiß, kann es mir gerne in die Kommentare schreiben, aber billig ist das mit Sicherheit nicht. Seht mal, wie die Straße da, wie berghoch das da geht. Wahnsinn. So, ich lasse das jetzt mal an, wenn wir so langsam, aber sicher näher kommen hier. Und dann werden wir gleich in Burgsinn Betriebsbahnhof auf Gleis 403 zum Stehen kommen. Und genau dort soll dann der zweite Teil stattfinden. Was wir dann da zu tun haben, werden wir dann sehen. Und ja, das komplettiert dann dieses Fahrplanszenario.
ihr seht, wie sehr die LZB bremst, weil es hier geht 1,2% Gefälle und ja, das ist schon ordentlich mit dem Gewicht hinten dran. Also da muss schon die LZB ordentlich gegenbremsen. Irgendwie hier nicht, wer weiß, wie wir die Geschwindigkeit drüber hinausfahren. So, und damit sind wir im Einerbereich der Kilometer. Und dann haben wir die Fahrt gleich geschafft, den ersten Teil. So, es geht gleich wieder steil bergauf, wie ihr seht. Könnt ihr noch einmal Aussicht gucken machen? So. So langsam, aber sicher kommen wir unserem Ziel näher. 6,8. Und da wird es mit Sicherheit gleich dann auch das LZB zu Ende gehen, sodass wir dann wieder mit der PZB zurechtkommen müssen und uns genau an die Geschwindigkeitsvorgaben halten. Weil das Schöne ist ja, das wird alles eingeblendet, was wir zu tun haben. So. Da hat sich irgendwas getan. Und zwar Tempo 100. Der LZB scheint vorbei zu sein. Bremsen wir einfach schon mal auf 100.
Ein bisschen Leistung müssen wir aufschalten, sonst bleiben wir gleich stehen. Vor allem hier beim Bergauf. So, 3 Kilometer noch. Jetzt wird es gleich wieder spannend. Bremsen wir schon mal ein bisschen an hier, wenn nicht mehr ganz so schnell sind. So, und da vorne ist dann schon unser Zielpunkt. Aber wir müssen wenig aufschalten noch, weil sonst haben wir gleich ein anderes Problem. Ein bisschen Leistung müssen wir noch aufschalten, sonst stehen wir zu früh. IFA. Genau, Türfreigabe, das ist ganz wichtig beim Güterzug. So, das wird jetzt wieder richtig knifflig. Richtig knifflig.
Was ist denn jetzt los? Warum bleiben wir stehen? Na egal. Vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir ein bisschen langsamer geworden sind, aber warum das jetzt passiert ist, kann ich euch nicht sagen. Warum bleibt ihr denn jetzt stehen? Ich weiß warum. Müssen die... Mann, warum fährt ihr denn jetzt nicht los? Sag nicht, wir müssen... Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Wir echt jetzt die LZB ausschalten? Das kann doch nicht richtig sein. Ach Mann, das gibt's doch jetzt nicht. Na komm schon. Komisch, das habe ich wirklich noch nie erlebt, dass das so endet.
Ja, bleib doch stehen. Ach, mein Gott, was ein Ende. So, das war Teil 1 mit diesem Fahrplan-Szenario. Behalten wir ja Silber, okay. Wenn es euch gefallen hat, lasst den Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Hört mich dann im zweiten Teil wieder. Ja, bis dahin sage ich ciao, servus und tschüss. Macht's gut, habt eine schöne Zeit. Euer der Danny Spitters. Bye, bye.